Wir haben ein Fest und haben wir viele Getränke vorbereitet für die Gäste. Alkoholfrei und so, Latte Macchiato, Sekt und wir freuen uns. So ein Event bedeutet halt immer sehr abwechslungsreiches Geschehen. Man taucht sozusagen in die Geschehnisse mit ein, in die Praxis und man bekommt halt sehr viel mit. Wir bilden hier in der Ernährung alle Schüler aus, angefangen von der Berufseinstiegsklasse über Sprachschüler bis hin zu Küchenmeistern, die wir hier praktisch ausbilden in Zusammenarbeit mit der Technischen Akademie hier in Hameln. Wir unterstützen hier mit der Theorie den Part, den die Betriebe vielleicht nicht leisten können oder die jungen Leute entsprechend noch zusätzlich zu motivieren. Das heißt auch, wir haben hier Verkäuferin, Bäcker, Köche, ganz verschiedene Ernährungsberufe und haben auch im Kooperationsmodell verschiedene Klassen hier, die wir in den 9. und 10. Klassen in die Berufsausbildung einführen wollen. Das heißt, den Spaß einfach an der praktischen Ausbildung vermitteln möchten. Ich hatte vor 2 Jahren Praktikum beim Bäcker gemacht und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich die Filialleitung gefragt, ob ich da nicht eine Ausbildung machen kann. Ich habe noch nie so ein Fest gearbeitet und ja, ich freue mich drauf und hoffentlich wird gar nichts kaputt heute. Ja, für solche großen Events ist das Teamwork sehr wichtig, die Hilfsbereitschaft, anderen zu helfen, wenn diejenigen noch nicht fertig sind mit ihrer Sache. So, dass hinterher auch ein positives Ergebnis dabei herauskommt. Gastronomie ist Teamarbeit, da spielt es keine Rolle, aus welchem Bereich, ob es schwarz oder weiß man kommt. Wenn man nicht zusammenarbeitet, funktioniert das hinterher im Berufsleben einfach nicht. Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben alles geschafft und ja, war richtig gut.